Der Führer! Wird es ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab aus Berlin. Und wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung und der Soldaten, wenn alle weg sind? Fragen Sie mich was Leichteres, Professor. Aber das ist doch Wahnsinn! Ich kann nicht zulassen, dass meine Verwaltung evakuiert wird. So, Sie können das nicht zulassen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Ein guter Soldat findet immer seine Verpflegung. Ja, und wenn in der Stadt gekämpft wird, wem nimmt der Soldat die Verpflegung dann weg? Doch wohl der Zivilbevölkerung. Ich werde das nicht verantworten. Das ist ein Führerbefehl! Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht. Und die marschiert noch nicht ab. Ich bitte, dies zu beachten. Der Professor kann in Berlin bleiben. Die entsprechenden Vollmachten sind sofort auszustellen. Aufsitzen! Führer, ich. Heil, mein Führer. Die können es ja gar nicht erwarten, endlich wegzukommen. Heil, mein Führer. Was mir am meisten stört, ist die Schleimerei. Während Sie glauben. Noch vorne Sieg heil und nach hinten leckt mir mal ab. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Ebel, kommen Sie doch mal hier, bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer? Es ist gut. Mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Geht's in Ordnung.